Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir werden jetzt erstmal schön wieder Bundesliga ein Spiel gewinnen. Punkt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass langsam dieser schwarze Tee so ein bisschen wirkt, den ich vor, weiß ich nicht, gefühlten 10 Folgen oder 10 Spielen eingenommen habe. Und jetzt neigt sich das Ganze dem Ende zu, und dann werde ich wahrscheinlich schön wach sein, nicht mehr einpinkeln. Egal, konzentrieren wir uns, gewinnen wir das Spiel. Was für eine Weekend League. Egal, wie die jetzt im Endeffekt ausgehen wird, es ist jetzt schon so krass, was ich hier abziehe. Unglaublich. Alles nur für dieses Spiel. So, er hat da irgendeine Inform von rechts drin stehen. Was ist das? Mir fällt der Name nicht, also kenne ich vom Sehen her, aber weiß nicht, wie er heißt. Wusste gar nicht, dass er mittlerweile so hohen Rang hat. Ist, glaube ich, ein 81er. Wenn er keine Inform ist. So, jetzt aber konzentrieren. Hat einen Inform-Stürmer, das ist nicht so geil. Ich habe auch ein paar Inform-Spieler, aber halt keinen Inform-Stürmer. Schade. Ablag im Tor, auch gute Torhüter. Krass weitergeleitet. Danke, Fährmann, da war er auch total auf den Mann geschossen. Oh, ich glaube, der Gegner spielt ziemlich gut. Bleibt an Kimmich hängen, sehr gut. Aspas heißt das, glaube ich. Zumindest mit Nachname. Oh, bitte abgefälscht. Ja. Schöner Kopfball, tut den 3. Schade, dass der Fehler nicht bestraft wird vom Gegner. Weil krasser Fehler. Naja, es wird wieder ein knappes Spiel. Ich hoffe nur, dass dieses Mal dieses knappe Spiel für mich ausgeht. Schade. Hat schon ein bisschen Glück, der Gegner, oder? Guter Schuss von Volland.
wieder der Glück. Ich bin ganz ehrlich, das war nicht so geplant. Also der Schuss dann ja, der Pass vorher war nicht so geplant, aber er hat funktioniert. Aber wie gesagt, da bin ich ehrlich, das war nicht so geplant. Also ich wollte schon auf voll anpassen, aber nicht so. Deswegen umso geiler, dass es dann so geworden ist. Und wir jetzt hier eigentlich haben wir ein schönes, rausgespieltes Tor geschossen. Aber da es halt nicht so geplant war, war es halt schon irgendwie ein Lackertor. Aber das weiß der Gegner nicht. Man hat es halt nicht gesehen. Es sah aus wie geil rausgespielt und krass gesehen. Oh, da wollte der Pass auch nicht hingehen. Schade. Der Pass war aber diesmal so geplant auf Volland. Danke, Fährmann. Das ist ein Foul. Oh, da war ein bisschen schneller der Spieler. Also glücklicherweise bleiben wir im Ballbesitz. Ja, ich hätte es alleine machen sollen mit Volland. War ein Fehler. Ich dachte, ich kann Arangis noch mal in Szene setzen. Oh Gott, bin ich blöd. Okay, zum Glück ist es trotzdem ein Tor. Aber Kramaric unten war halt komplett blank. Achso, jetzt mache ich das, klappt ja wieder nicht. Müssen mehrere hinterherlaufen, mindestens zwei, glaube ich. Ja, Kramaric unten, guckt euch an, unten rechts, hier unten rechts. Hier, guckt euch an. Einfach mal weiterleiten und dann ja, ist es viel besser, also viel klarere Torschance, aber möglicherweise macht Arangis doch. Und ich muss sagen, ja, ist schön, dass wir jetzt hier doch in dem Spiel was, wo ich gedacht hätte, es wird deutlich knapper. Es kann immer noch knapp werden, aber ich gedacht habe, es wird anstrengend, erstmal 2-0 führen, das ist schon mal gut. Alter, ich bin jetzt mittlerweile so wach, das gibt's gar nicht. Scheiße, das ist natürlich schön für meine Konzentration, aber das ist dann scheiße fürs Schlafen. Fährmann, oh, Fährmann ist wieder auf dem Bein. Ich muss sagen, Fährmann gefällt mir mittlerweile auch besser als am Anfang, komischerweise. Weil er einfach ein bisschen Pech gab am Anfang, aber was der jetzt teilweise für Paraden hat, ist nice. Und ich glaube, die hatten nicht nochmal ein Update für die Torhüter, das wäre auch, denke ich, angekündigt worden. Oh, ich habe voll einen Lauf geschickt, das war richtig blöd. Das war gut. Wenn ich flach schieße, ist der Tor wieder dran, deswegen muss ich ihn da eigentlich schon versuchen normal zu schießen, also hoch. Schade, hätte es 3-0 sein können. Wäre vielleicht der Spielabbruch beim Gegner gewesen. Unwahrscheinlich, aber ich denke 3-0 ist so das früheste, wo die Gegner abbrechen. Wenn sie nicht gerade noch ultra viele Spiele machen müssen wie ich und dann bei einem 2-0 abbrechen. Hätte ich auch gedacht, dass er den reinmacht, schade. Aber ich wollte nicht noch einen Schritt gehen. Ich hatte Angst, dass der Gegner weiter rankommt. Und es war mir noch zu weit weg für einen flachen Schuss. Och, doch nicht gelupft. Fuck! Schöne Grätsche. Oh, fuck.
Maric macht so wenig Distanzschüsse, der hat, glaube ich, richtig krassen Distanzschusswert und Schusskraftwert. Ja, Kramaric. Ich hab's doch gesagt, dass du das heißt. Schön. Ah, geil. Der bricht beim 3-0 ab. Nice. Tore. Volland, Arangues, Kramaric, Vorlagen. Zweimal Volland. Eieiei, ja, Volland. Sorry, dass ich Wagner gespielt habe. Tut mir echt leid. Jetzt guck ich aber direkt mal nach, wie deine Scorerpunkte sich entwickelt haben. Und auch bei Inform. Auch bei Inform. Icardi. 15 Spiele. 19 Scorerpunkte und wie gesagt, zwei Spiele können wir wahrscheinlich eh wieder abziehen. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Vor allem 9 Vorlagen, 10 Tore. Das zeigt ja, was da für ein Mitspieler oder Stürmer ist. Fällt mir. Und Inform Icardi. 10 Spiele, 11 Scorerpunkte. Aber wir dürfen nicht vergessen, der musste ja erstmal aufholen. Und jetzt hat er. Aber der macht halt deutlich mehr Tore als Vorlagen. Jetzt hat er aufgeholt und hat jetzt mehr als einen Scorerpunkt pro Spiel. Aber ja, ein bisschen Rückstand, ist okay. Und wir müssen halt auch sagen, der andere Icardi hatte in dem einen Spiel, das ist halt auch ein bisschen Glück, wenn du da wenn du da so eine Schießbude bekommst und dann halt einfach mal 8 Scorerpunkte machst in einem Spiel. Und dann hat er noch ein anderes gehabt, wo er in einer Halbzeit 4 Scorerpunkte gemacht hat, also, und wir haben auch mit dem Icardi noch nicht in der Liga gespielt, wo wir schwächere Gegner hatten als hier in der Weekend League. Und ich denke, für die Weekend League hat er jetzt echt schon richtig geile Buden gemacht. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wer der Stürmer ist, den hat er mit Basic Champions League Style gespielt. Und ich glaube, er hat Katalys bei Sonnen, also pure Pace und Pass. Willian würde wahrscheinlich auch mit einem Pace Champions Freestyle spielen. Okay, kein Fall. Waren wir noch dran? Zaha! Ah, haben wir den nicht schon mal gesehen, aber ich glaube nicht als Inform, sondern als normalen Goldspieler, und also als seltenen Goldspieler, und ich glaube, der ist sehr schnell. Das heißt, die Inform wird ziemlich teuer sein. Der Tricks gerne, wie es aussieht. Och, der Rossi auf Außen, mit dir kann ich da gar nichts anfangen. Weil einfach mal viel zu langsam ist. Schade, macht er gut. Scheiße, ich dachte, er. Danke. Ich dachte, er fällt drauf rein. Also, ich dachte, er spielt halt nicht dahin. Das war okay, war ein großer Fehler. Hat nur darauf gewartet, dass ich den Spieler abziehe und er dann in den Lauf spielen kann. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Ich dachte, das passiert nicht. Ich wollte direkt wieder auf Rossi spielen. Gut in den Weg gestellt. Gut in den Weg gestellt. Aber es wird ein ultra schweres Spiel. Ich merke das schon. Er macht mit dem Torhüter? What? Okay, jetzt hat es geändert. Glück ein schwacher Kopfball, sonst wäre das jetzt auf jeden Fall ein 1-0 geworden. Wenn der Strafer kommt.
Schade. Oh, direkt noch ein Foul. Hatte der einen Hybrid? Gar nicht gemerkt. Birk im Tor. Das wird noch schwerer als das letzte Spiel. Ich glaube, das wird. Wenn ich so spiele, wird es auf jeden Fall eine Niederlage. Aber auch wenn ich ein bisschen besser spiele, mich konzentriere, wird es, denke ich, ultra schwer. Der Gegner hat ein gutes, anständiges Team und spielt leider auch ganz gut. Darf mir halt sowas nicht passieren. Jetzt gibt's ein Tor. War klar. Aber war auch mein Fehler. War auch mein Fehler, muss man so sagen. Oh nein, ich habe ihn nicht gesteuert. So eine Scheiße. Das ist aber jetzt nicht meine Schuld. Es sah jetzt zwar so aus, also ich hatte den schon, den Spieler, aber ich hab nicht, bin nicht dahin gerannt. Er ist doch von alleine dahin gerannt. Fuck you. Dummer Innenverteidiger. Ich weiß nicht, was er davor hatte, aber den abfangen wollte, den Ball. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht dahin gesteuert. Das war, ich habe ihn übernommen und in dem Moment, wo ich ihn übernehme, rennt er halt los. Und ich habe ihn nicht im Sprint angenommen. Ich habe nach hinten gezogen. Weil natürlich, wie man das halt so macht. Mit R2 Steps quasi verteidigen wollte. Naja, wenn wir jetzt noch ein Tor fressen, breche ich ab. Was für eine Scheiße! Aber ich spiele es auch gerade nicht so gut in dem Spiel, aber Gegner ist auch nicht schlecht und naja, wir haben auch Pech gehabt, scheißegal. Gegner führt aber trotzdem verdient, weil der erste Gegentreffer wäre meine Schuld. Alu, bei ihm war es halt Alu und drinne, bei mir ist es halt Alu und raus. Schade, wäre ein schöner Distanztreffer von De Rossi geworden. Und wäre auch verdient, einfach weil das zweite Tor nur dadurch zustande kam, dass hier meine CPU massive, krasse Scheiße baut, die ich noch nie gesehen habe. Die habe ich noch nie erlebt, dass die so dumm dann losrennen, wenn ich wechsle. Und von daher, und es war halt einfach ein schöner Schuss. Ey, wir hatten so viel Platz, ich hätte ich gerne noch weitergespielt. Aber wir haben jetzt zumindest am Ende einen Tick besser gespielt als am Anfang, aber trotzdem. Ich hoffe, dass ich das Spiel entweder noch drehe oder dass der Gegner jetzt ganz schnell ein 3-0 schießt, weil ich habe keinen Bock jetzt hier bis zum Ende auf das 2-0 zu spielen. Na gut verteidigt. Das war geil gespielt und Icardi hat einfach mal nur einen krassen Abschluss. So, jetzt machen wir bitte noch das zweite Tor. Was für ein Winkel, ey. Perfekt.
Ah, ich habe direkt auf Passen gedrückt, da weil die nicht weiterleiten. Dumm, den da so beschissen rauszuspielen. Oh, ich Vollidiot. Aber gut, es klappt halt fast immer. Es ist klar, dass man den ja nicht klärt. So eine Scheiße, ey. Das ist wieder so ein Spiel, wo einfach jeder verfluchte Fehler bestraft wird vom Gegner. Schade. Steht er gut. So, 3-2, Freunde. Wir waren aus 3-3. Das war ein Abschluss der Icardi. Der war halt auch hoch genug, der Schuss. Pisscheck. Aber das hat er leider gut gemacht. Ich sag nichts mehr zu Icardi. Du Kacke, das war noch schwerer, der Winkel. 3-3, der hat zweimal mit zwei Toren Vorsprung geführt. Come on, das drehen wir jetzt, das Spiel. Das wäre dann auf jeden Fall das geilste gedrehte Spiel. Ich denke, ein besserer Torhüter mit noch besserer Reflex oder so hat ihn. Wenn wir das jetzt schaffen, das zu drehen, wäre auf jeden Fall das Spiel, was wir bisher am besten gedreht haben. Also das beste Comeback, sage ich mal so. In FIFA 18, vielleicht sogar im kompletten FIFA, also ich kann mich daran erinnern, in FIFA 17 oder so ein besseres Comeback gehabt zu haben, aber noch ist es nicht durch, Freunde, nicht arrogant werden, nicht überheblich werden, weiter gut spielen, wir brauchen erstmal den Siegtreffer. Schade. Tick eher an den Ball kommen. Oh, sehr krass von Benatia.
Scheiße, jetzt ist Icardi außen. Das ist nicht gut. Das ist unser. Oh nein! Das ist unser Stürmer. Kann er bitte noch mehr Glück haben? Nein, dann hätte er nämlich das Ding reingemacht. Sehr gut, danke. Hätte ich nicht gedacht, dass er den Ball so bekommt, aber okay. Oh, es gibt nur eine Ecke, wenigstens keine Elfmeter. Oh, scheiße, das ist ja schon die 89. Warte, bitte kein Tor. Oh, danke. Mist, wir waren glaube ich die letzte dran. Nee. Oh, er schießt nicht. Ich habe auch Musacchio erst bekommen, als er den Ball angenommen hat. Krass! Es geht wirklich in die Verlängerung. So, wechseln wir mal El Shaarawy aus. Komm schon, bitte, ich muss das Spiel gewinnen. Das wäre so geil, wenn wir das Spiel gewinnen. Da ist Platz, da ist ganz viel Platz. Da ist Lack, da ist ganz viel Lack, da ist ganz viel Lack. Alter, müssen die immer solche scheiß Dreckstore schießen, ne? Aus irgendeinem behinderten Winkel, wo der Torhüter noch dran ist. Egal, wir machen jetzt halt das 4-4. Eine Scheiße hier. Guck dir das an. War der Torhüter noch dran? Ja, oder? Oder sah das gerade nur so aus? Egal. Wir machen das 4-4. Das war dumm von mir, schnell einzuwerfen. Das war bitte der Gegner. Verstehe ich, warum immer Birgi da stehen hat. Ist es jetzt aus Versehen passiert, dass er ihn da eingestellt hat? Oder ist es mit Absicht? Scheiße, ich verstehe nicht so richtig. Boah, ist halt jemand verletzt. Kann sein, dass sich Traoré verletzt hat? Okay, jetzt kann ich abbrechen. Ich schieße keine zwei Tore mehr. Gut, ich sag mal die Halbzeit vielleicht noch. Wenn ich da jetzt noch schnell ein Tor schieße, dann ist noch eine Chance drin. Aber ansonsten. Okay, ist noch eine Chance. Oder was abseits? Das war abseits. Traoré hat sich verletzt. Der Einwechselspieler, krass. Scheiß Peso. Oh, Traoré ist nicht mehr verletzt. Interessant. Och, zu weit. Wieso, Icardi? Warum machst du den zu weit? Ach, Mann.
Ach, ich weiß nicht. Ach, ich habe so viele gute Chancen zu toren. Scheiß drauf, komm, das sind jetzt noch so wenig. Das ist jetzt noch so lang kurz. Ich mach das jetzt. Ne? Komm schon. Ich denke, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube trotzdem, dass ein Sieg für einen Gegner, ein knapper Sieg okay ist. Jetzt zwei Tore Vorsprung ist, denke ich, übertrieben. Aber ich denke, dieser knappe Sieg ist, also ein knapper Sieg ist okay. Also es wird schon nicht, würde ich schon sagen. Leider. Traoré hat komplett den Pass versaut. Fick dich. Also, ganz ehrlich, ich habe aber auch ein bisschen Pech in dem Spiel. Aber wahrscheinlich der Gegner auch, von daher. Och Gott, mit Pisscheck aus dem Winkel, na alles klar. Okay, jetzt können wir abbrechen. Gut, wir brauchen noch zwei Siege aus fünf Spielen. Naja, was soll's, okay, bis zum nächsten Mal.